So, hallo, wir machen weiter bei Super Mario Maker 2. Letztes Mal hatten wir zwei krasse Marcy-Level und ein echt episches finales Mauser-Level. Das hier haben wir schon gespielt. Dann kommt jetzt Uno Mars Lemmy. Das geht wahrscheinlich fix. Das ist nur so ein Anguck-Level. Schauen wir mal, was hier los ist. Ich krieg keine Schlüssel. Dann halt nicht. Okay. Ja, okay. Das denke ich mir auch. Okay. Okay. Hallo. Ich habe jetzt den Uno-Mars-Aspekt irgendwie nicht so ganz gefühlt, aber das Level war lustig, I guess. Ja, gut, meinetwegen. Aber hat nicht den Uno-Mars-Effekt, so von wegen nochmal spielen. Nope. Dinosaur Laser Fight. 5 Minuten. 2%. Okay. Das wird wohl mal wieder nur ein Level sein, was wir uns angucken. Mal schauen. Okay. Oh, wait, ich kann hier hoch. Oha. Oha, die Welt ist riesig. Oh, ich kann ihn nicht abschießen, was? Ich kann die nicht abschießen. Yo, das ist sick. Die kann ich abschießen. Aber die Lasertypen nicht? Was? Oh! Nee, 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 nicht in mein Gesicht. Nicht in mein Gesicht. Jetzt mache ich mehr so einen Boop! Let hell draus. Oh je, und es scrollt. Das ist natürlich... Oh. Das ist nichts, was ich auf Dauer spielen möchte. Aber ich kann den nicht abschießen. Das ist ja richtig sick. Ich will auch nicht hier unten sein. Weil vielleicht will ich doch lieber unten sein. Ich meine, warum eigentlich nicht? Wahrscheinlich, weil da Kanonen sind. Da will ich auch nicht. Ich will hier nirgendwo hin. Oh Gott. Nicht mich in irgendeine Stachel drücken. Ganz, ganz böse. Weg mit euch. Okay, sehr gut. Freie Fläche. Röhre. Oh, ich hätte das hochschmeißen sollen. Ich hätte das hochschmeißen. Ich habe den... Jetzt habe ich... Ich habe komplett... Komplett versagt. Ich hätte wahrscheinlich diese Blume haben können. Aber der Helm ist eigentlich auch gut, ne?
Müsste der Helm mich jetzt nicht von oben und so schützen? Bin ich jetzt nicht sogar relativ safe? Ja. Checkpoint! Ja. Nein. Mehr davon. Oh Gott, jetzt kommen die Viecher. Aber dafür, dass es Dinosaur Laser Fight heißt, von denen habe ich noch nicht so viel gesehen. Ich habe sie gesehen, keine Frage. Aber viel halt nicht, ne? Oh, wir müssen unbedingt den Helm behalten. Ich hasse Karma. Falls ich noch nicht genug von den Lasern gesehen habe, jetzt habe ich sie gesehen. Oh no. Oh yes! Checkpoint! Oh Gott. Okay, diesmal machen wir den Job richtig. Yoshi! Komme ich ja sogar wieder an meinen Helm ran. Mit Glück. Oder? So macht man das. Yeah, Double Shot. That's how I roll. Oh Gott. Junge. So, weg mit dir. Es ist schlau, auf ihn drauf zu springen. So nämlich. Nice, das geht klar, das geht klar, das kriegen wir hin. Nein! Nein! Okay, ich hab, oh Gott! Ich brauche Yoshi wieder. Wenn ich Yoshi hab, kann ich auf den Stacheln da unten landen. Scheiße! Ah, das hat nicht funktioniert. Okay, aber das kriegen wir hin. Wo war Yoshi? In der Mitte, ne? Yes! Yes! Und wenn wir schnell genug sind... Nein, ich krieg den. Yes! Und wenn wir schnell genug sind, schaffen wir das alles, bevor es da drüben richtig abgeht. Jetzt wissen wir, was wir machen müssen. Jetzt wissen wir, was Ansage ist. Komm her. Wo bist du? Bam. Runter. Runter, runter, runter. Gleich runter. Nice. Und noch einmal. Okay, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ich war jetzt wieder zu ungeduldig, aber kriegen wir hin. Das geht natürlich auch. Sehr schön. Geht das eigentlich auch ohne Yoshi? Ja, okay. Eieieiei. Komm her. Passt. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Nice. Abflug. Scheiß auf Yoshi. We did it.
Yes! Okay. Okay. Eieieiei. Oh, cool. Butters Pop hatte Spaß mit einem schlechten Level. The Occluded Plant Trials. 47 Sekunden, 2,61%. Das erste Precision Level von ihm. Oh Gott, oh Gott. Wenn er es Precision Level baut, ich glaube, dann bin ich geliefert. Mal gucken. Er scrollt schon mal nicht. Vielleicht ist es nicht ganz so schlimm. Bisher ist es angenehm. Es ist nicht ganz so krasses Precision bisher. Es geht in Ordnung. Scheiße. Ich dachte, ich kann da direkt in die Lücke. Ich glaube, ich kann auch direkt in die Lücke, ne? Es müsste gehen. Das war klar. Es war klar, dass ich jetzt erstmal nicht mehr so weit komme, wie ich gerade war. Weil ich jetzt schneller durch will und dadurch werde ich ungeduldig. Und dadurch mache ich mehr Fehler. Never mind. Okay, es geht nicht. Es geht nicht. Shit. So muss ich da unten landen und dann vorsichtig hier rüber. Wait, what? What? Muss ich in der Lücke? Nee, das kann ich nicht. Ich kann unmöglich da in der Lücke landen müssen. Ich möchte mal darauf aufmerksam machen, dass er es geschafft hat, Hintergrundmusik, ich meine, es ist nur Rhythmus, ne, es sind nur Trommeln, aber er schafft, die konstant abzuspielen, obwohl man sich ja weiter bewegt. Das heißt, er muss da irgendwie das so gebaut haben, dass immer wieder die gleichen Notenblöcke ausgelöst werden. Und egal, wo ich bin, der Rhythmus bleibt gleich. Ach so! Das ist keine Eins, das ist der Weg, den ich springen muss. Ich dachte irgendwie, erste Challenge. Das ist der Weg, den ich springen muss, wenn ich da oben mich gegendrücke. Das ist genauso wie in dem anderen Precision Level, was ich gespielt habe. Ne? Wenn ich mich gegen so ein Ding drücke, dann kann man da natürlich exakt zwischen den Pflanzen... pflanzen. Und das wollen wir. Dann ist das jetzt doch kein Problem. Okay, ich möchte gerne nach diesem Pflanzen hier jetzt einen Checkpoint haben. Boah, warum ist das da? Toll. Das nützt mir nichts. Ich will einen Checkpoint. Danke. Das nützt mir schon eher was. Sehr gut. Okay, ich habe jetzt die Wahl. Entweder durch die Pflanzen zu springen, was wahrscheinlich sehr schwer... Was nicht so schwer ist. Okay. Oh boy. Die ist ziemlich lange oben. Oh boy, ich bin viel zu weit, um jetzt zu sterben. Shit. Oh je.
Okay, das geht tatsächlich. Hätte ich ja nicht gedacht. Das hätte ich ja nicht für möglich gehalten, ne? Okay, wir sind schon wieder hier. Alles gut. Okay, ich darf die nicht zu hoch hüpfen, aber auch nicht zu niedrig. Ah, wahrscheinlich. Nein! Scheiße. Shit. Oh Gott, langsam fange ich an zu schwitzen. Aber jetzt willst du schon wieder Norton Security geheim. Nein! Die Leistungsaufgaben sind abgeschlossen. Das ist doch schön, Norton. Das ist doch super. Warum auch immer du das machen musst, während ich aufnehme. So. Okay, wir sind wieder hier. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Nice! Das bedeutet nächster Checkpoint. Komm, Checkpoint, 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 Checkpoint. Yes! Okay. Präzision an Röhren ist auch interessant. Oh, 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 da muss ich warten, okay. Okay. Ich mag den Anfang, dieses Puh. Das da. Das ist voll gut gemacht. Hasch. Zu viel Respekt vor dem Sprung, ne? So viel Respekt vor dem Sprung. Zu viel Respekt vor dem Sprung. Ich mache das nur, weil ich das immer wieder hören will. Das ist der Grund. Okay, hoch und rüber. Okay, ganz langsam erst auf die Seite. Nein! Ich hab's gemerkt. Ich war zu weit. Links. Nee, warten. Und ich denke... Ja, ich wollte gerade sagen, ich denke, ich schaffe den Sprung doch am Stück hier. Okay, das sieht eigentlich nicht so schlimm aus. Das sieht eigentlich nicht so schlimm aus. Es ist immer jetzt das Gleiche. Yes! Oh nein, ich habe Angst. Die Musik bedeutet nichts Gutes. Ziel oder noch ein Sprung? Das ist das Bowserfeuer. Das ist Bowserfeuer. Das randomisiert das Ganze jetzt, ne? Was kommt denn jetzt? Ein normaler Bowser-Abschnitt oder eine Pflanze? Weg! Oh, yes! Oh, das war aufregend. Puh.
Ey, großartiges Level, Devori. Großartiges Level. Okay. Easy Dare von Airmaid. 0%. Es ist ein uncleared Level. Dann gucken wir nur rein, glaube ich. Es ist wohl nicht so easy there. Okay, gibt es mal einen Pilz. Das war dumm. Kann man da hoch? Ja, kann man. Das wollte ich so eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich... Ah, da kann man... Das nützt mir... das war jetzt natürlich dumm. Aber letztendlich ist es egal. Ich krieg den Pilz ja wieder. Oh, ich brauche die Shell für den Schlüssel. Oh, Mist. Krieg ich die Shell respawned? Ja, das war's komplett. Okay. Dann reduzieren wir doch jetzt erstmal das so weit, dass es angenehm ist. Dann holen wir uns den Pilz zurück. Dann gehen wir mit der Shell hier rüber und knallen uns den Schlüssel. Habt ihr gesehen, wie ich mir den Schlüssel gekrallt habe? Richtig Sinn. Richtig sick habe ich mit dem Schlüssel ge... Wie, wo wusste... Ach so. Jetzt sind sie alle weg, weil... der untere Teil weg ist. Okay. Okay, verstanden. So. Gib mir den Pilz. Ich merke gerade, ich kann es ja... Scheiße! Ja? Kann es ja komplett... auch so machen. So. What now? Also ich soll den Pilz noch haben, ne? Das ist klar. Was passiert jetzt hier? Das fällt einfach runter. Oh, verstanden. Oh Gott. Jetzt muss ich mir was überlegen, sodass ich den Pilz behalten kann. Ne? Komme ich über die... Ach so, mit einem kleinen Sprung wahrscheinlich. Ja, das müsste funktionieren. Aber irgendwie raffe ich den Turm hier nicht. So, ist das, was ich mit dem Turm mache, das, was gedacht ist? Oder sehe ich irgendwas gar nicht richtig? Weil ich nutze den Cooper jetzt ja gar nicht mehr. Ich mache das jetzt ja mit den Viechern. So, das war der Teil. Jetzt kann ich da ja einfach hoch. Jetzt müsste ich halt hier irgendwie rüberkommen. Oh! Nee, das kann nicht funktionieren. Ja, das haut nicht hin. Wie komme ich da rüber? Ich dachte, vielleicht muss ich auf der Shell reiten, aber auf der komme ich ja nicht rechtzeitig drauf, so die ist ja weg. Naja, das wird auch gar nicht funktionieren. Wie komme ich darüber, ohne meinen Pilz zu verlieren?
Das muss doch irgendwas mit dem Turm hier auf sich haben. Und der ist garantiert nicht so abzubauen, wie ich das hier mache. So. Nee, also ich glaube nicht, dass man... Kann man hier so kleine Sprünge... Aua. Machen, dass man nicht getroffen wird? Ich glaube es irgendwie nicht. Aber solange ich jetzt die Gegner nicht kaputt mache... Vor allem den unteren da nicht. Kann ich das hier eigentlich probieren. Das war jetzt auch nicht so die Glanzleistung, die ich gesucht habe. Oh! Wait, ich hab's vielleicht verstanden. Ja gut, das... Oh! Oh nein! Das ist die Lösung. Die kommt dann da rum und dann gehe ich darüber. Das ist, vielleicht ein bisschen sick. Vielleicht kann ich das aber auch nur mit einem Goomba machen. Nein, das war nicht so gut. Komme ich jetzt noch da hoch? Ja, käme ich schon. Ja, käme ich schon noch hoch. Okay. Boah, das ist schon eine Hausnummer hier. Zwei noch. So. Oh, das wollte ich nicht. Aber alles gut, nichts passiert. Nein! Na, der kommt jetzt da rum. Schaffe ich das? Hey, das könnte halt leider funktionieren. Ich weiß halt nicht, ob das die Idee ist, aber das könnte funktionieren. Und allein weil es funktionieren könnte, muss ich das probieren. Dann ist die Shell eigentlich egal. Für meinen Plan. Weiß? Nein! Jetzt habe ich nur einen Versuch. Scheiße. Oh Gott! Ich will das nicht. Ah, das war einer zu viel. Egal, dann verfehle ich den Schlüssel diesmal einfach nicht, okay? Cool. Warte mal, geht das auch in die andere Richtung? Nicht in die Richtung laufen. Lauf mal zu mir. Ja. Nee, das reicht nicht aus. Oh. Oh Gott. Ich glaube, das Level muss ich aufgeben. Das wird wohl nicht grundlos uncleared sein. Puh.
Ah, jetzt mache ich, jetzt bin ich hier. Jetzt ist alles vorbei. Scheiße. So. Nein! Jetzt ist alles vorbei. Jetzt ist er ja auch weg. Nein, ich bin... Nee, bin ich nicht. Ich krieg den ja nicht da hoch. Wenn ich die Shell einfach nur noch ablege... Wenn ich die Shell einfach ablegen könnte. Na, dann... Ja. Wenn ich die Shell einfach ablegen könnte. Dann wäre das ganze Problem geklärt. Dann könnte ich auf dem Viech da oben einfach drüber laufen. Aber irgendwie kann ich das ja nicht. Ich muss was anderes mal probieren. Kann ich die Viecher so werfen, dass die mir da oben entgegenkommen? Oder kann man die Shell irgendwie ablegen? Man kann die nicht ablegen, die Sachen, ne? Die... Nee. Aber also wenn ich nach unten drücke und loslasse, ich lege das nicht ab. Ich schmeiße es nur. Ich glaube, ich kann es nicht ablegen. Kommt die irgendwann wieder raus eigentlich? Nein. Mist. So. Ich mache jetzt mal ein paar Versuche, die Goombas da so hoch zu werfen, dass die zurücklaufen. Vielleicht sollte ich mir erst den Schlüssel... Scheiße. Jetzt habe ich doch nur noch diesen einen Versuch wieder. Der hätte jetzt theoretisch laufen können. Oh, aber guck mal, ich kann kleine Sprünge machen. Geht das? Kann ich einen kleinen Sprung da drüber machen? Das geht! Das geht! Das wusste ich nicht. Ich dachte, das geht nicht. Ich bin von völlig falschen Tatsachen ausgegangen. Wozu ist denn der ganze Quatsch hier? God dang it! Ach nö, Mann. Ah, Mist. Das geht. Wieso geht das? Wieso geht das einfach? Also muss ich nur den Schlüssel holen. Oh mein Gott. Okay. So, und jetzt? Muss ich hier einen so kleinen Sprung machen? Oh shit. Oh shit, ich komme nicht mehr zurück. Ich komme nicht zurück. Wenn man das mal weiß, ne? Oh, ist das dumm. Oh
Gott, oh Gott, oh Gott. Nice. Den habe ich. Und jetzt muss ich den so werfen. Oh, Himmel, Leute. Ich werde es versauen. Dass ich da drauf kann und dann mit dem weiterkomme. So nämlich! Scheiße! Okay. 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 Ich denke nicht, dass das die einzige Challenge in dem Level sein wird. Kann man das Level mal sehen? Ja gut, wir sehen die Zwischenräume nicht. Aber vielleicht ist es doch die einzige Challenge. Oh, verdammt, das würde ich schon gerne schaffen, ne? Vor allem hätten wir da den First Clear, wenn wir das schaffen. Nein, wollte ich nicht. Okay. Okay, der Part wird jetzt länger. Meins haben uns schon so lange hier aufgehalten und so viel Zeit in das Level investiert. Ich darf halt nicht zu lange nach unten drücken. Nice. Sonst mache ich einen großen Sprung nach oben, ne? Und das ist dann kacke. Aber da den jetzt zu erwischen... Och nee, das ist... Probier mal was. Oh, der kommt ja genau richtig. Okay, das wusste ich nicht. Ich dachte, der verreckt mir. Oh, wobei, ist das... Das ist zu niedrig, ne? Ich glaube, das ist... Aber ich dachte, der verreckt an dem Ding. Der verreckt nicht an dem Ding. Das ist super gut zu wissen. Shit. Egal. Wir sind noch nicht am Ende. Oh shit. Muss ich nur ein bisschen üben, wie ich den werfen muss. Wenn ich eh komplett den ganzen Weg zurücklaufen muss, kann ich auch neu starten. Ich glaube, das geht schneller. So, wie werfen wir den jetzt am Blödsinn? Wenn ich ein bisschen springe vielleicht? Was passiert dann? Oh, das sieht sogar besser aus. Okay. Scheiße. Nein, ich bin komplett dumm. Ich mach's mir viel zu kompliziert. Sorry, ich habe das jetzt erst gemerkt. Ich mache es mir viel zu kompliziert. Ich glaube, ich muss das gar nicht so machen, wie ich das mache. Wenn ich hier rüber gehe, dann schießt er doch automatisch hier raus. Ja, und dann passt die Höhe auch. Ich bin ja komplett lost.
Oh, und wisst ihr, was das bedeutet? Gut, dass ich das merke. Gut, dass ich das merke. Das gesamte Level über ist es möglich, die Shell mitzunehmen. Wir müssen den gesamten Weg über die Shell mitnehmen. Ich muss nämlich gar nicht in dem Zwischenraum die Kanonen aufheben oder sonst was. Ich muss sie einfach nur nutzen. Das Einzige, was ich wirklich mitnehmen muss, ist die Shell. Ich glaube, das ist es, was ich tun muss. Fuck! Ich muss die Shell mitnehmen. Nein! Ich muss doch einfach nur das gleiche machen, was ich vorhin ohne Shell gemacht habe. Gibt's doch nicht, ey. Es hat doch vorhin funktioniert, mit der Shell ist doch nichts anders. Schade. Ich wollte schnell sein, aber ist nicht drin gewesen. Yes! Wait! So viel zur Shell. Okay. Okay, aber das ist ja nicht weiter schlimm, weil das, was wir hier machen wollen, kann ich ja trotzdem machen. Shit, okay. Kann ich die Tür irgendwie mit einem Pixelsprung? Nein, schade. Okay, aber wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen bis zur Tür auf jeden Fall jetzt schon mal. Und ich muss die Shell... Wofür ist die dann da? Ach, für den Schlüssel wahrscheinlich. Trifft die genau den Schlüssel? Ah, so nicht. Ja, ist egal. Ich muss jedenfalls nichts mitnehmen. Ich muss nur den Schlüssel hier abschießen und dann nicht sterben. Gut, ist egal. Haben wir alles? Haben wir alles. Alles easy. Ach, shit. Komme ich da jetzt hoch? Ja, komme ich. Okay. Dann ist die Shell vielleicht wirklich für den Schlüssel gedacht. Weil man kommt auch so hier hoch. Oh boy, ey. Beschleunigt das dann vielleicht sogar? Beschleunigt das dann vielleicht sogar hier? Alter, willst du mich verarschen? Puh.
Ah, Mensch. Das funktioniert ja viel besser. Wow. Das ist halt dumm, Witz wieder. Ey, ich hoffe so sehr, dass danach nicht noch viel Kram kommt, ne? Ich raste aus, wenn danach noch viel Kram kommt. Man! Was ich alles für Theorien hatte, wie ich darüber komme. Unglaublich. Alter. Problem ist halt, ich wollte gerade sagen, das Problem ist halt, die andere Kanone richtig zu timen. Oh shit, das wird Glück. Weil ich nicht das richtig abschätzen kann. Oh no, das wird Glück, ob es passt oder nicht. Oh no. Alter, ich... Was ist, wenn ich direkt losgehe? Passt es dann? Ziemlich gut sogar. Ziemlich gut sogar. Das heißt, wenn ich ein bisschen warte, passt es noch besser. Zu lang gewartet. Aber ihr seht, wir werden zur Tür kommen. Wir werden zur Tür kommen und wir werden sehen, was hinter der Tür kommt. Es ist jetzt nur noch eine Frage der Zeit. Wir waren so Klaus. Klaus. So Klaus. Ah, herrlich. Ach Mensch. So close wollte ich sagen. Oh. Alter. Bin schon ganz bekloppt hier jetzt. Gleich hoch. Gleich rüber.
Das ist es doch! Das ist es doch! Aua! Das ist es doch! Das ist es! Direkt los! Gar nicht erst warten! Keine... keine Dings einziehen und so. Einfach durch. Einfach knallhart durch. Ohne warten, ohne alles. Gib mir einfach nur einen Köftespieß. Ach, Mann! Okay. Noch ein Ticken schneller. Gib mir dich. Alter, will ich wissen, was danach kommt? Nein. Halt echt nicht. Wieso hab ich den verfehlt? Ich seh's kommen. Irgendwann komme ich auf das Ding drauf und lauf vor Aufregung links runter. Genau das werde ich tun. Es tut mir jetzt schon leid, dass das passieren wird. Es tut mir jetzt schon leid. Immerhin kommen wir direkt in den Raum, das ist schon mal gut. Dann dauert es nicht 3 Jahre, bis wir hier den Sprung ansetzen können. Oh, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Ich habe alle Theorien durch. Ich hab den Abschnitt verstanden. Ich muss es nur noch umsetzen. Nein! Ich muss es doch nur noch umsetzen. Ich würde es gern vor einer Stunde schaffen. Alter. So. Nein! Es reicht nie. Warum reicht es nicht? Hey, was ist das da drüben eigentlich für eine Tür? Habt ihr die Tür über der Luft gesehen? Was ist das denn? Gibt's hier noch ein Picador-Ding oder so? Das wäre fies. Dann würde ich aber hier... Zustände bekommen. Ich hasse alles. Ich hasse alles. Komm schon jetzt. Nein. Das war nicht, was ich wollte. Na, viel zu hoch. Yes! Tür! Okay, was? Wo muss ich hin? Was passiert jetzt? Das war die Lücke. Okay, das war die Lücke.
Das war die Lücke. Jetzt habe ich natürlich das Timing verkackt. Moment. Okay. Gleich rüber. Das reicht nicht. Ich muss noch eher springen. Oh mein Gott. Okay. War jetzt ein bisschen zu lang gewartet, ne? Ja. Scheiße. Ich muss wirklich sofort los. Aber wo geht's denn dann weiter? Da ist zwar ein Checkpoint. Und aus der Röhre kommt ein neuer Pilz raus. Aber okay, wahrscheinlich in die Röhre rein. Lol. Aber wenn es in die Röhre reingeht, dann habe ich keine Ahnung, was noch alles kommt. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Und wir haben die Stunde gleich. Ich muss den Part beenden. Ich muss den Part beenden. Puh. Nein! Ich hab's gemerkt. What the heck war das für ein Sprung? Ja, nee. Gerade so nicht. Wieso geht es denn manchmal, dass ich klein ansetze und dann macht er doch einen riesigen Sprung auf den Noten? Versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Der erste Sprung war okay und dann macht er trotzdem einen großen Sprung. Why? Why, Mario? Why you do this? Oh, danke. So, das muss passen. Nee! Nee! Nimmt er einfach den Schlüssel nicht mehr mit? Dann nimmt er einfach den Schlüssel nicht mehr mit? Ja, was war das denn? Das war ja frech.
Ich raff's nicht. Alter, verpiss dich. Ja, seht ihr das? Mal macht's einen kleinen, keine Ahnung, woran das liegt. Ist egal. Ist egal, es ist, mal ist es so und mal nicht. Ich war zu langsam. I was too slow. Why was I too slow? I don't know. Was zum, warum geht es nicht wieder weg jetzt da? Oh Mann, jetzt komme ich nicht mehr an die ran. Das war's komplett. So. Der erste Sprung war voll okay und dann... Keine Ahnung. Vielleicht liegt es an der Position, wie man auf den Noten landet. Vielleicht in der Mitte oder so. Das hat Mao noch nicht, dass der erste Notensprung passt und der zweite nicht. Danke. Huiuiui, echt. Unglaublich. Lass mich einfach durch die Tür. Mann. Mann, ich will jetzt wissen, was in der Röhre kommt. Ich will jetzt wissen, was in der Röhre kommt. Es war so klar. So. Okay. Direkt springen, direkt springen. So frustrierend. Es ist so frustrierend. Oh Gott, ich kann nicht aufhören. Aber ich kann, will auch nicht weiter. Also, Alter. Es geht gar nicht klar. Es geht gar nicht klar. Ich muss geduckt springen. Der geht nicht in die Lücke rein. Der geht nicht in die Lücke. Das gibt's doch nicht. Jetzt habe ich zum dritten Mal die Möglichkeit, diese scheiß Mittelpunktflagge auszulösen. Und ich versau's zum dritten Mal. Das muss man sich mal vorstellen. So. Ducken, rüberspringen. Oh, holy shit. So, das ist der einzige Weg, den es gibt. Das. Okay, gut, dass wir gespeichert haben. Alter, was kommt denn jetzt für eine Tour? Nein, nicht Neustadt. Junge, wenn du das machst. Ich peitsch dich aus und teer und feder dich.
Das war sogar jetzt zu. Das war jetzt zu. What? Zu hoch. Nein! Ich hätt's. Hilfe! Ich hätte es gerade schon wieder getan. Oh Gott, ich werde noch neu starten. Ich werde noch neu starten. Ich werde noch neu starten, Leute. Ich will nur mal gucken, ob die Höhe. Okay, die Höhe passt. Die Höhe passt. Ich darf mich nicht ducken und wenn ich ihn nicht geduckt werfe am Anfang, dann passt die Höhe perfekt. Gut. Gut, 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 gut. Dann ist alles in Ordnung. Wir kommen nicht durch die Röhre. Wir kommen durch die Röhre. Da noch mal Unterschied? Ah, ich kann das sogar stehen. Es reicht nicht. Ich muss ihn ein bisschen höher, ein kleines Stückchen höher. Oh, wirklich. Ein kleines Stückchen höher. Kann ich da jetzt rumprobieren. Zum Glück kann ich da jetzt rumprobieren, ey. Ich kann mir halt denken, dass man ihn eigentlich da drüben auf dieser anderen Plattform nochmal umlotst. Aber ich weiß nicht genau, wie. Wenn ich das aber von da hinten loswerfe, habe ich mehr Zeit zum Reagieren. Das kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles gut, alles gut, alles gut. Wir werden auch diese Röhre noch betreten. Ich muss mich nur beherrschen, nicht Neustart zu machen. Ich muss mich nur beherrschen, nicht Neustart zu machen. Das ist alles. Und dann da ordentlich noch drauf kommen. Und wenn wir da erstmal ordentlich drauf stehen, ist alles andere in Ordnung. Dann ist die Welt wunderschön. Ich glaube, der ist genauso hoch wie sonst. Ah, das dürfte nicht reichen. Schade. Ich müsste ihn ungefähr so werfen, dass ich nur geduckt durch die ersten Abschnitte durchkomme. Deswegen ducke ich mich auch immer gleich. Weil ich glaube, der passt wieder nicht. Nee, der ist wieder genauso niedrig. Höher, ein Ticken noch höher. Das. Oh mein Gott! Das ist es. Jetzt nicht versauen. Aber das war's. Das war's. Das geht also. Das geht also. Alles gut, wir kriegen es hin. Alles gut. Wir sind schon wieder einen Schritt weiter gewesen. Das ist jetzt ein bisschen hoch. Das war jetzt ein bisschen hoch. Da kann selbst ich mich nicht mehr draufstellen.
Ja, das war zu niedrig. Ich kann jetzt sogar stehen hier. Dann können wir aber das jetzt hier nochmal ausprobieren. Aber das verstehe ich halt nicht, wie ich den hier werfen muss. Oh, das geht! Okay! Damit hätte ich nicht gerechnet. Jo, was muss jetzt... Muss ich da nicht rein in den Schuh? Weil jetzt, wenn ich den werfe, ist er weg, ne? Nee, ist er nicht. Oh, ich dachte schon. Okay, was ist da drüben jetzt? Oh, das ist so ein Ziel. Oh, das ist ein ganz unangenehmes Ziel. Muss das sein? Okay, auch das werden wir noch hinkriegen. Auch das werden wir noch hinkriegen. Ah, dann kann ich ja sogar den ganz normal werfen. Das hat ja funktioniert, ne? Das hat ja funktioniert. Ah ja, easy. Ja, das macht's ja viel einfacher. Ja, ist jetzt egal. Ich kann hier geduckt... Ich kann hier nicht geduckt... Ich kann hier nicht geduckt rausspringen. Ich muss also auf diesem Block landen, der da rausfährt. Und von dem Block aus geduckt da rein. Okay. Okay. Kriegen wir hin. Alles in Ordnung. Kriegen wir hin. Das sah gerade gar nicht so wild aus. Kriegen wir hin. Oh mein Gott, wir schließen dieses Level noch ab. Und wehe, wir sind nicht Erster. Toll. Aber wir haben's, wir haben's, wir haben's. Von Anfang bis Ende haben wir das Level gelöst. Wir müssen es nur noch ausführen. Es muss nur noch der Prozess ausgeführt werden. Nur noch das. Mehr ist es nicht. Okay, okay, alles gut. Der ist so langsam, der Block. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich habe alle Zeit der Welt. Ich muss mich gar nicht hetzen. Ich habe alle Zeit der Welt. Scheiße. Ich lasse mich gerade sogar absichtlich treffen, dass ich, falls ich an den Stacheln getroffen werde, dann auch wirklich klein bin. Weil wenn ich mich nicht treffen lasse, bin ich ja groß. Nein! Es ist dumm, dass man aus dem Schuh nicht geduckt rausspringen kann. Und klein in den Schuh rein funktioniert nicht, weil dann würde ich die Stacheln ja erst recht berühren. Ich spekuliere ja drauf, da so ein bisschen reinzurutschen und den Treffer halt zu kassieren. Und dann in den Stacheln klein zu werden. Na, darauf spekuliere ich ja. Und das werde ich nur, wenn ich als normaler Pilz reingehe und nicht als Superpilz. Also als SMB2-Pilz. Deswegen ist dieser Treffer hier kalkuliert. Ah! Oder halt, dass ich da getroffen werde und dann noch so rein... Slide. Ja.
Na, ich kann nicht, ich kann es noch mal testen, aber ich komme nicht geduckt raus. Was ist, wenn ich geduckt reingehe? Ne, ich komme nicht geduckt raus. Keine Chance. Okay. Ah, okay, wir kommen der Sache näher. Ich muss es jetzt halt rumprobieren. Ich muss jetzt ein bisschen rumprobieren, bis wir es haben. Es ist nur noch Prozess abschließen. Theorie ist klar. Ich muss nur noch den Prozess abschließen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit. Die Fahne ist schon so gut wie unten. Sie liegt schon am Boden. Leider noch nicht. So. So. Komm her. Ah. Ja, das war's komplett. Ich hab da was vergessen. Nein! Also so viel Aufwand und Mühe habe ich mir schon lange nicht mehr für ein Level gegeben, um es abzuschließen. Junge! Aber irgendwie musste das jetzt sein. Ich glaube, so nah waren wir noch nie. Ich glaube, so nah waren wir noch nie. Ei. Was tue ich hier? Wie lange kann das Programm maximal aufnehmen? Ja, wow. Ich will es lieber nicht wissen. Ich hoffe, er sagt mir Bescheid, bevor er abbricht. Komm schon jetzt. Das ist es. Komm schon, das ist es jetzt. Das ist es jetzt. Komm schon. Ja, ja, das ist es! Ah! Oh, 1:20. Oh, erster. Ja! Ja! Lass mich was schreiben. Lass mich was schreiben.
Oh Gott. Yes! Alter, danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Ah, nicht Ö. Ö ist nicht die richtige Taste. Ich muss hier klicken.